Hallo 2023, wir sind wieder zurück in Österreich. Ich habe gedacht, dieses Video fangen wir ein bisschen anders an. Warum? Weil sehr viele Sachen passiert sind, Musik, Konzerte, wo wir erstens nicht so viel vom Audio zeigen dürfen und zweitens haben wir nicht so viel filmen können und dürfen, aber wir haben gesagt, das können wir euch nicht vorenthalten und deswegen werde ich ein bisschen jetzt was zu sagen. Ja, in dem Sinne, schauen wir uns das an. Im letzten Vlog haben wir dann ja zum Glück das Zimmer bekommen, das die Verena gebucht hat und das man ehrlicherweise auch bezahlt hat mit dem Golf View. Danach hat die Reise eigentlich umso cooler weitergehen können. Gehen wir ins Gym. After Power Nap, kurz Workout. Anschließend wollten wir eigentlich zum Strand und dort zum JBR Beach, wo das Dubai 1, also das Riesenrad auch ist, war nur leider etwas frisch. Angeschaut haben wir uns trotzdem was gegessen, Verena war sehr zufrieden mit dem Essen. Wir kennen die Rubrik, machen Verena unzufrieden. Was passt ja, da können wir aber mit Julian unzufrieden noch viel mehr Folgen machen. Also warum? Was ist da nicht so gut? Ja, das ist ein Italiener und da gibt es nicht einmal eine gute Pasta-Auswahl. Oh, finde ich schon. Nein, da gibt es gar nichts. Your review important for us. Follow on Instagram. Surreal aus. So da die Häuser, das schaut so unrecht aus. Und auf der anderen Seite dieses Riesenrad jetzt gerade in diesem Licht, das steht so, als ob es so reingesetzt worden ist irgendwie. Diese ganze Stadt ist komplett surreal. Jetzt immer wieder, obwohl wir schon da waren ein paar Mal, aber es ist immer wieder spannend anzuschauen und denkst du so, das ist nicht echt. So ein bisschen Inception irgendwie. Inception? Anders als in New York. New York ist zwar hoch und du bist so umrandet von den Hochhäusern, aber da ist. Da wirkt so surreal. Ja, und New York ist dreckig und laut. Ja. Da ist alles very sauber. Safe, very clean. Naja, safe ist New York auch. Ja. Ich habe noch nie so viel Polizei gesehen ja, wie in New York. Ja, da ist keine Polizei. Aber jeder Zentimeter überwacht, so wie es auch gehört. Alles sicher. Jetzt ist schön, oder? Sehr schön. Und warm. Eigentlich wolltest du ja schwimmen gehen. Ja, damit. Aber ich habe schon Pullover anzogen. Es war jetzt richtig kalt. Das wird halt nichts mit Schwimmen. Aber am Strand sitzen kann ich. Diesem Uber ist teilweise auch so 2,7-facher Fahrpreis. Jetzt sind wir extra weggegangen. Das bringt aber nichts. Wahrscheinlich muss man weiter weggehen. Und da ist so ein Traffic Jam auf der Insel da beim GPA. Fahrer verbunden, aber es geht nicht. Das Highlight der ganzen Reise und die Verena freut sich schon seit ungefähr gefühlt 3 Jahren drauf, Martin Garrix live in der Coca-Cola Arena. Wir waren dort, leider dürfen wir ja das Audio nicht einblenden, aber die Show war Wahnsinn, aber seht selber. Wo sind wir gerade? Die offene Flasche lässt schon verraten, ist irgendwas mit Konzert, warum wir eigentlich da sind. Und mit Coca-Cola? Mit Coca-Cola in der Coca-Cola Arena, weil wir sind bei Martin Garrix nach einem 2 Jahren. Haben wir es endlich geschafft? Nach 3 Jahren. Das ist quasi Stevens Geschenk der Reise, das ist sich selber geschenkt. Ja. Und werden wir mal schauen. Wir haben ihn schon kurz gesehen, er ist schon weg zur Bühne, also schauen wir mal. Ich glaube um 10 oder so geht es los, das ist irgendwie 20 Minuten vor. Hat es dir bei Martin Garrix gefallen? Ja, nachdem ich ihn 3 Jahre sicher nicht gesehen habe, war das wirklich ein Highlight. Das war eigentlich der Grund dieses Urlaubs. Es war echt gut, die Show war gut, es war angenehm zum Stehen. Wir waren da jetzt in diesem Golden Circle, aber da war das nicht so eng wie sonst. Immer so schön aufgeteilt und ich war schon sicher
bei 30 Shows von Martin Garrix. Ich habe ganz viele Fotos mit ihm. Ich habe sogar seine Kopfhörer geschenkt gekriegt. Die unterschrieben sind von ihm. Groupie! Das ist ja jetzt echt eine Frechheit. Warum hat der Fahrer die Fahrschule? Ja, das weiß niemand. Ich glaube, die checken nicht, wo sie hin müssen. Sollen wir woanders hingehen? Ja, vielleicht gehen wir auch auf Kurs nach Hause. Wie weit ist es nochmal? Ich glaube, 24 Kilometer. Ja, du hast gemeint, in 2 Stunden sind wir da. Ich sage, geht sie nicht ganz aus. Ich glaube, die kennen sich nicht so aus. Ja, weil er fährt schon zum 4. Mal einen Block. Ja, aber jetzt ist gerade das Event aus, deswegen ja, wir ist kommen da relativ viel los. Aber nie wieder nach Hause wegen diesem Plus X Coca-Cola Arena. Dubai. Wir waren ja im Vorhinein schon gespannt, wie das dort so ist, weil ich ja gesagt habe, von der Kultur her glaube ich nicht, dass da jetzt so der Riesenabriss sein wird, und es war es auch nicht. Also es war alles sehr geordnet, die Leute wirklich sehr auf Respekt und Abstand. Ich habe das Gefühl gehabt, da waren alle so 30, 40 Zentimeter vom anderen entfernt, wenn du in Österreich auf ein Konzert gehst, so moshpit und ich glaube, wir sind da wirklich auf den Geschmack gekommen im Urlaub, weil wir waren erstens echt oft im Gym und haben dann sogar noch einen Run gemacht im alten Jahr. Die U-Bahn und über die Autobahn eigentlich drüber gelaufen und in einer Runde am Strand gelaufen und wieder retour. Also war auf jeden Fall sehr sehenswert von der Stadt und so weiter. Ich finde immer, wenn man da läuft oder spaziert, zumindest sieht man immer am meisten, weil so, wenn du nur irgendwie mit dem Taxi Uber unterwegs bist, entgeht da ganz, ganz viel, was du so nicht mitkriegst. Die Neujahrsvorsätze ab dem 1. wieder so richtig einhalten können, sind wir am 31. noch zu Nusret und haben dort goldenes Steak gegessen oder vielleicht doch nicht. Wir schauen es uns an. Wir sind jetzt beim Four Seasons und gehen zu Nusret. Filmen wir bitte den Innenhof, da stehen mehr G-Klasse und alles als sonst was. Angeblich ist er da. Ja? Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob er dir das Fleisch nein, dann das in den Mund bei dir machen. Nein, das ja, sicher wird er das bei dir machen. Wir berichten, wie es wird. Wir berichten, weil wir haben zwei verschiedene Meinungen eigentlich gelesen. Die ja, einen sagen, so es ist voll gut, und die anderen sagen, es ist ja overpriced. Der typische Hate. Aber da dürfte es alles sein, weil da ist Nusret, dann Verde und Namos ist auf der anderen Seite drüben. Also beim Four Seasons dürfte alles sein, obwohl das ja eigentlich irgendwo liegt. Das stimmt, das ist sehr abgelegen, aber ja, schaut hübsch aus da. Schau mal. Alles günstige, sind alles auf der Karte. 4 Stellen kann ich das sagen, auf jeden Fall. 4 Stellen? 4, alles, ja. Aber das ist das Golden Menu. Ich glaube, du musst da einscannen für das andere Menu. Ich glaube, das Golden Menu braucht man nicht. Achso, das ist das, was Blood Gold um ist, oder? Ja, da kommt ein anderes Menu. Ah, ja, ja. Thank you. Thank you. Oh, scheint's muss bei dir noch. Get off the beach. Thank you very much. Thank you. Ja? Aber schmeckt sehr gut, oder? Was sagst du deinem Stück? Ja, war sehr gut. Dann Mahlzeit. Ich hab's nicht gesehen, ich hab Angst gehabt, dass er mir reinschneidet mit dem Ding. Mahlzeit. Any side dishes? No. At the moment, no. Thank you. Und? Sehr gut. Ja? Mhm. Wow.
trinken da mal Cocktails. Es ist, glaube ich, das beste Steak, was ich jemals gegessen habe. Schon? Ja. Also worth the hype. Finde ich total. Also ich verstehe die schlechten Bewertungen nicht. Ja. Es ist wirklich extrem gut. Es ist butterweich, das zergeht auf der Zunge. Es ist wirklich sehr gut. Und allein wie sie es dann anrichten und den dann in den Mund reingeben. Und den Mund abwischen. Aber nur bei mir, bei dir musst du das nicht machen. Ja, bei mir trauen sie sich das nicht. Nein, du musst ja weiterhin hübsch sein. Bitte? Du musst weiterhin hübsch sein. Das stimmt, ja. Nein, aber es, also ich finde, das ist es wert. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Du merkst sofort den Unterschied zwischen Filet und Hüftsteak, weil das Filet ist doch nochmal weicher, aber ich mag ja nicht so gern so weiches Steak, sondern mir taugt der Unterschied schon. Aber wer ein Stück von dir kostet, also kann man sagen, na, jetzt genießen wir erst einmal und dann gibt es nochmal ein Rating dazu. Also erstens sind wir da, bei meiner Uhr ist es schon 19.15 Uhr, das stimmt nicht ganz, es ist erst 17 Uhr oder 18 Uhr. Wir haben 17.30 Uhr den Tisch gehabt, es ist Punkt 18 Uhr. Wir haben 30, unter 30 Minuten fertig gegessen, getrunken, also extrem schnell. Sie waren echt schnell, das Steak extrem schnell. Das ist ein bisschen schnell, ein bisschen chill irgendwie muss es sein. Und also siehst du, es wird auch extrem schnell wieder sauber gemacht vom Salz und so. Er wollte gleich die Nachspeise jetzt bringen. Ja. Aber ich brauche eine 5 Minuten Pause. So, die ist wieder sauer. Also easily, brauchen wir nicht viel weiter reden. Beste Steak, beide waren mit Abstand ganz gereicht. Vom Geschmack her wäre es das Beste, das wir je gegessen haben. Nicht vergleichbar. Fleischqualität war super zart, nichts flachsig, gar nichts. Also das war wirklich, kann man nichts sagen, für den Preis, aber absolut wert und würde sagen, da ist worth the hype, grüner Haken. Absolut. Das, was wir vorher gerade geredet haben, kann ich gut erklären, warum die Bewertungen so schlecht sind. Ganz einfach. Leute kennen das aus dem Internet, ja, und gehen daher, können sie es vielleicht eh nicht leisten, ja, oder gerade so. Dann ist natürlich sofort das kleinste Detail eine Riesenscheiße. Das ist schon wieder so. Dann bleibt zu Hause, geh zu, weiß ich nicht, Shake Shack. Da gibt es einen guten Burger, der kostet halt 20 Euro und nicht 200. Keine Ahnung, ja, schlechtes Beispiel. Der Burger wird schon mit 200 Euro kosten, aber er ist sicher nicht günstig. Aber, liebe Leute, man geht zu so solchen Restaurants und Lokalen nicht, wenn man sich das nicht leisten kann. Bitte, da habt ihr keinen Spaß. Ja. Macht man nicht. Man muss dahergehen, wenn man sagt, das kann ich mir leisten, das ist ein besonderer Anlass, Silvester, cool, geh daher, heute wir zu zweit, toller Abend, macht Spaß, das gönnt man sich, ist gutes Essen und es ist aber nicht mein, weiß ich nicht, halbes Monatseinkommen, das ich da heute ausgebe, weil dann sollte ich das nicht machen und dann werde ich auch keinen Spaß haben. Abgesehen davon, wirklich cool und das ist die Erklärung zu den Negativbewertungen ganz sicher, aber leider ist er nicht da, ich glaube, er hat noch immer zu kämpfen, dass er sein Weltcup-Pokal ein bisschen mit Salz angestreut hat und jetzt ist ein bisschen inkognito. Er tut ja dem Essen nichts zur Sache. Schauen wir, ob wir zum Schluss dann noch die Fleischvitrine drüben filmen können. Das ist gewaltig. Schaut aus wie beim Fleischhauer live. Und du kannst dir sagen, die erste Karte, die du kriegst, ist nur Gold. Jedes Gericht ist vierstellig. Ja? Und es steht nicht unbedingt ein Einser vorne. 5000, ja. Also quasi über das Zehnfache, kann man sagen. Ja, neben uns haben sie es eh gekriegt und dann kriegst du eine Stickstoff-Show, aber sie geben es dir auch. Jetzt sind es uns beiden ein. Im Mund reingeben, also mit diesem Salz. Es ist nicht so cool, weil er es nicht selber macht, aber für den Hype ist schon okay, aber es geht um das Fleisch und das war eins auch. Deswegen gut, dass wir nur Fleisch und keine Salz bestellt haben, weil so schmeckst du das Fleisch. Und da gibt es auch kein Ketchup oder irgendeine Soße dazu. Und das, Fleisch und immer Fleisch, pur nur mit Salz. Sonst nichts, keine Soße. Jetzt bestellen wir das Baklava. Ja, das haben wir gesehen beim Lukas Gallenmüller, der da weiß ich nicht, eineinhalb Stunden lang drüber gesprochen hat, wie super es nicht war. Nein, ist ein cooler Typ, aber so viel fällt mir dazu gar nicht ein, aber da wäre ja gar nicht das Wissen dazu. Ich würde da mehr genießen, aber deswegen sind wir eigentlich da, weil er gesagt hat, zahlt sich schon aus. Das Baklava mit Eis werden wir jetzt essen. Essen wir da zwei oder jeder ein? Oder jeder. Jeder eins? Ja. So spät ist es eigentlich noch gar nicht. Bis Mitternacht ist noch lang, das Feuerwerk dauert noch. Bin gespannt, ob wir heute vorher ein Feuerwerk sehen. Bestellen wir Baklava, bevor es nervös wird. Ja. Camera. Yes. So how many pieces of baklava? Two. That's one, just two. One for. That's three.
Yes, please. Yeah. So, do you know the Turkish baklava is zero calorie? Really? Yeah, you can't believe it for today. Not sure. Gonna be fat tomorrow. Enjoy, please. Thank you very much. Thank you. Ich habe Angst, dass es Teller hin worden ist, aber das ist so wie beim Salz, alles so durch die Gegend geflogen, aber das soll ja bombastisch gut sein. Ja, da bin ich gespannt. Sollen wir den ersten Bissen nehmen? Ja. Mit Eis ist das Baklava, oder? Mit Eis, ja, mit einem Creme-Eis. Und was machen? Das Eis schmeckt man. Das Baklava war irgendwie weniger, muss man sagen. Aber schon einmalig gut. Muss man so sagen. Gut. Wie schmeckt das? Kann man das beschreiben, wenn man das nicht kennt? Das ist so wie Blätterteig in ganz viel Honigsaft gibt. Nein, was ist da drin an das Grüne? Ich glaube Pistazien. Aber das ist so Blätterteig mit ganz viel Honig und ein bisschen fettig. Und das macht es richtig gut, dass es so schön fettig ist. Also ich bin wirklich froh, dass wir hergekommen sind, weil ich habe ein bisschen gezweifelt nach den Bewertungen. Aber es war wirklich das allerbeste Steak, was ich jemals gegessen habe. Also ich kann das jedem weiterempfehlen. Es kostet ein bisschen mehr als sonst, aber es ist definitiv wert. Das mit den Bewertungen ist wirklich so ein Thema. Man überlegt, ob man da herkommt oder nicht. Und es ist völliger Bullshit, wie ich vorher gesagt habe. Man muss sagen, vom Lokal innen her, ja, es ist nichts Besonderes. Hinter mir sieht man schon die Skyline, das ist schon cool. Es ist okay, umhandelsmäßig nicht. Es ist jetzt, wobei ein Nobu zum Beispiel im Atlantis war jetzt auch nicht so besonders. Es war sehr schlicht, was ich mir erinnern kann. Da war jetzt auch nichts Besonderes, aber das ist alles egal. Wenn das Steak gut ist, kann das auch ein Fastfood-Restaurant sein. Oder halt Ambiente von einem Fastfood-Restaurant. Also ich bin wirklich extrem zufrieden und ich werde wieder herkommen, falls wir wieder mal noch vorbeikommen. Eine Stunde 20 waren wir da. Mhm. Mit zweimal aufs Pipi-Haus gehen und der Nachspeise. Also kann man aber sagen, okay, muss sagen, preislich hat es mir jetzt gar nicht. Wir haben jetzt für das zweimal Nachspeise, zweimal Steak, zwei Cocktails zahlt. One more time. Kamera ist wenigstens gerade schon wieder ausgefallen. Also wir haben jetzt zweimal Baklava mit Vanilleeis und zweimal Filet Mignon und das Sirloin Steak, ja, ist 300 Gramm. Kann ich nicht aussprechen, das haben wir gegessen. 300 Gramm. Und wir haben zahlt 350 Euro, also für die Klasse da, für das Ambiente, muss ich sagen, hat es mir gar nicht so schockiert. Vor allem das Essen unter 10 Minuten, maximal, das war wirklich 10, extrem unter 10 Minuten, schnell. Alles extrem schnell, Nachspeise vielleicht 5 Minuten warten, also wahnsinnig schnell. Da sind 50 Angestellte drinnen, ungelogen, inklusive ganz sicher 50 im laufenden Betrieb für den kleinen Raum. Was geben wir? Schwierig, also ich würde geben, Essen würde ich schon geben 9. Ambiente, das, also ich würde 9,5 geben fast, aber das Ambiente hat kein 0,5 verdient, das ist einfach Durchschnitt. Vielleicht von deiner Sicht her 0,5 mehr, also ich würde sagen 9 für das Nusrät in Dubai sehr zu empfehlen. Und scheiß auf irgendwelche Hater, das sowas geht mir schon so am Keks, immer nur dieses, das ist so wirklich, geht's einfach dorthin, was für euch passt. Ja. Anschließend sind wir wieder zurück ins Hotel, haben uns fertig gemacht für den New Year's Eve, waren da bei Bakamat im Nikki Beach am Strand, mal ganz was anderes, eigentlich relativ weit weg von der Stadt und die Show war ein Wahnsinn. Ein paar Eindrücke können wir auf jeden Fall kurz zeigen. War, sagen wir so, eine final doch sehr flüssige Nacht. Weil, was passiert, man geht kurz auf die Toilette, kurz vor Mitternacht, wen trifft man beim Zurückgehen, man spricht kurz auf Englisch und die Antwort drauf wäre, where are you from? Naja, from Vienna. Und dann sage ich dann, ja super, weil ich bin aus Graz und er ist fast von, das war so ein Übergang über diesen Pool im Nikki Beach und er ist fast runtergefallen, aber auf jeden Fall haben wir eine Runde aus Wien getroffen, so klein ist die Welt, sagen wir so viel, es war dann wie in Österreich üblich zu Silvester relativ flüssig und irgendwann um 5 in der Früh waren wir zu Hause.
dementsprechend ist der erste ein bisschen ausgefallen. Wie findet ihr das Format bis jetzt? Ein bisschen was anderes, ein bisschen aus meinem Büro da. Das haben wir ja bisher noch nicht so gezeigt. Lasst mir einen Kommentar da, sagt mir, wie findet ihr das, wenn ich so ein bisschen erzähle. Ich glaube, in Zukunft werden wir mehr da machen, bietet sich auf jeden Fall, glaube ich, an. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, liken und abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.